Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 19 auf der Walchen. Ich habe heute nochmal ein kleines Sondervideo und zwar geht es um den Seasons Mode, speziell um das Gras im Seasons Mode. Am Wochenende ist in die Kommentare die Frage auftaucht, wie es das geben kann, dass nach dem Mahn gleich zu hellgrau ist, wenn man so mir eigentlich vom Hai her gewohnt sein. Ich möchte das kurz erklären, was da auf sich hat. Und dazu zeige ich nur kurz, wir brauchen da das Messgerät vom Seasons Mode. Das gibt es ja da unter Diverses. Das kostet 5000 Euro, das müsst ihr kaufen. Ich hab's schon. Und dann geht es jetzt um einen ganz wichtigen Wert. Und zwar, jetzt messen wir einmal. Wie man misst, wisst ihr ja hoffentlich. Also mit dem Mausrad das Messgerät aufrufen und dann linke Maustaste. So, genau. Und zwar geht es da um den Wert da. Das ist die Feuchtigkeit vom Gras. Und da ist jetzt abhängig. Und zwar ist so, wenn dieser Wert kleiner 20 ist, dann ist das Gras schon relativ trocken. Und verhält sich anders, das zeige ich aber dann später erst. Da wird es nämlich dann schon hellgrau, da ist schon antrickert, wenn man es meint. Und wir haben aber jetzt, ich habe das extra vorbereitet, wir haben 39%. Und jetzt steige ich mal in Walter ein. Jetzt mache ich da mal ein bisschen. Machen wir das Büttel ein bisschen größer. Das ist mehr oder sechs. So, wie ihr seht, das ist das normal gewohnte dunkle Grün, wie das Gras eigentlich ausschaut, wenn man es abmacht. Und eine zweite. So lassen wir das dabei. Und jetzt spule ich einmal vor. Schauen wir, dass das Gras wieder trocken wird. So, da sind wir jetzt wieder. Ich habe jetzt vorgespult und jetzt zeige ich es. Jetzt werden wir da mal messen. Und jetzt seht ihr, wir haben jetzt 17%. Das bedeutet so viel, als wenn das Gras durch Sonne und durch alles, durch den Wind leicht antrickert ist. Und jetzt machen wir dasselbe Spiel nochmal. Und wie ihr seht, wie schon vorher gesagt, wenn wir es jetzt machen, dann ist das Gras automatisch bereits im halb getrockneten Zustand. Aber ich möchte betonen, halb getrocknet. Wir haben noch kein Hai. Das heißt, wenn sie das jetzt theoretisch auflandet, ist das immer nur als Gras deklariert. Da auch die zweite rein. Also man sieht schon von Haus aus farblich den Unterschied. Grasmahn bei über 20% Feuchtigkeit. Da ist grün. Und wenn man wartet, bis es ein wenig antrickert ist, sprich 20% und niedriger, dann ist schon antrickert und ist so leicht hellgrau,
wenn wir es mir eigentlich als Haifarb gewinnt haben. So, und jetzt nehmen wir unseren Kreisler. Folgendes. Jetzt fahre ich über das Nassmedium mal drüber. Schau, seht ihr, also jetzt durchs Kreiseln wird das Frischgras, also das Nassmedi, zum halbgetrockneten. Ein bisschen lebenslos ich stehe. Jetzt fahre ich herum, da seht ihr, was da passiert. Nämlich nichts. Durchs Kreiseln wird es nur halber drückert, also es ändert nichts. Jetzt ist so, das ist jetzt die Neuerung. Ich habe ja von 3 Stufen geredet. Jetzt muss die Zeit und die Sundesäure dazu da, dass das Ganze richtig heil wird. Und jetzt gehe ich dann wieder in den Zeitraffer und tue nochmal vorspulen. So, da sind wir jetzt wieder. Und jetzt, wenn ihr schaut, jetzt haben wir da so ein, sag jetzt, Zempfgelb, Beige in der Richtung. So schaut die Farbe jetzt aus und jetzt ist fertig drückert, das hat jetzt rein die Zeit gemacht und jetzt ist es ein richtiges Hai. Jetzt können wir hergehen hängen wir nochmal das Mähwerk ab. Dann holen wir unseren Schwader. Und jetzt können wir es zusammenhängen. Und dann können wir es jetzt wieder pressen, zu bündeln oder mit dem Ladewagen einfach heimfahren. Und so funktioniert es dann mit dem Gras und mit dem Hai. Es ist nur eine Frage auftaucht, da hat es geheißen, das druckert man auch die Gras. Wenn man schwaden möchte, das verschwindet. Ich habe jetzt den Fehler bei mir bis jetzt nicht entdeckt. Aber ich tippe, es liegt an irgendeiner Mod, der eine stört. Also eventuell einmal wirklich alles auszuschmeißen. Bis auf die Map, das braucht es, und den Seasons Mode und dann nur mal probieren. Also ich habe keinen Fehler gefunden, was das Verschwinden vom Material betrifft. Da müsst ihr probieren, tatsächlich, ob es irgendein Mod ist. Aber zum Prinzipiellen, was jetzt eben die Neuerungen betrifft zwischen Seasons Mode und dem Arbeiten mit dem Gras, und wie sich das Gras verhält, das hoffe ich, dass wir jetzt da so weit kurz geklärt haben. Ich spiele ja momentan noch ohne Seasons Mod eigentlich. Ich werde jetzt erst nach dem ersten Jahresablauf dann dazu da.
Ich hoffe, die Beschreibung hat ein bisschen Apps gebracht. Wenn ihr es noch nicht eh schon selber gewusst habt, betrifft hauptsächlich die, die sich gewundert haben, was da jetzt passiert. Wenn euch das gefallen hat, was ich da gerade erklärt habe, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und abonniert den Kanal, dann überhört und übersägt nichts, wenn es wieder was erklärt gibt. Und jetzt sehen wir uns definitiv beim nächsten Mal wieder in der Story selber beim Spiel. Und ich freue mich schon aufs Heimfahren. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Vorbeischauen. Einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Eicher Intal Gaming.